Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum heutigen CSGO-Video mit Update-Besprechung. Das Video war nicht geplant, aber ihr habt ja mitbekommen, dass das Update gerade eine ganz große Stadtgesprächsnummer ist und deswegen bringe ich da geschwind was drüber. Also, man geht davon aus, dass es ein CSGO-Update geben wird. Warum geht man davon aus? Weil es einen Tweet gab, in dem es gefragt wurde, was man denn so am Mittwoch macht. Deswegen gehen viele von einem Update aus. Mir wäre das nie in den Sinn gekommen, dass sie da jetzt vor allem ein großes Update raushauen, ja? Viele gehen ja direkt von einem Riesen-Update aus. Und jetzt nicht von dem üblichen, die Hühner bekommen jetzt übrigens Hüte-Update. Oder irgendeine Kiste wird auf das 2 hinzugefügt oder bearbeitet oder die Kanten von der Kiste werden etwas entschärft, weil sich da schon jemand dran gestoßen hat oder so. Aber dennoch ist der Hype real und sollte auf jeden Fall ganz kurz angesprochen werden. Was glaubt ihr, was geschieht? Also kommt ein großes Update? Ja, nein. Erstens. Zweitens. Was wäre euer Traum-Update? Werdet gerne etwas unrealistisch. Also man kennt ja Valve inzwischen und weiß, was möglich ist und was eben nicht so möglich ist. Also was höchstwahrscheinlich gar nicht kommen wird. Und da ist meine Frage an euch, was wäre euer absolutes Traum-Update? Und als drittens, was wäre euer Traum-Update im Sinne von Updates, die auch möglich sind? Ja, was höchstwahrscheinlich auch tatsächlich eintreten könnte. Ich denke, 90% der Community erhofft sich endlich eine neue Operation. Die letzte ist jetzt 1,5 Jahre her, fast. Die kam, glaube ich, im Mai sogar. Kam die im Mai letzten Jahres? So um den Dreh rum. Ich sag jetzt einfach mal Juni, um die Mitte zu nennen, ja. Da kam die letzte Operation. Und die Frage ist jetzt halt, was geschieht? Bringen sie nur eine Operation, was ich denke den meisten schon reichen würde? Oder machen sie noch anderen Fett? Die Spekulationsmaschine Richtung Battle Royale Modus läuft ja auf Hochtouren. Da ist ja schon seit über einem Jahr, glaube ich, werden da Sachen released, beziehungsweise geleakt, nicht released, aber geleakt, ja, wo es heißt, oh, oh, ich habe da Code gefunden von der Kiste für Battle Royale oder halt so, ne? Und diese Zeilen Code haben eben viele dazu gebracht, zu glauben, dass möglicherweise ein neuer Modus kommt. Wenn man sich überlegt, dass sie da vor 1,5 Jahren angefangen haben, oh, dass sie da angefangen haben, vor 1,5 oder 2 Jahren da dran rumzuvorwerken, dann macht das auch ein bisschen Sinn. Battle Royale war extrem im Hype vor 2 Jahren oder so. Ist es 2 Jahre schon komplett her? Alter, wollt ihr mir jetzt alle Kills stehlen? Ihr frech. Ja, ist mittlerweile 2 Jahre her. Und da hätte es ja dann auch Sinn gemacht, als Firma sich dazu entscheiden, da auch rein zu investieren. Weil der Modus natürlich, ja, beliebt ist. Oder beliebt war, wie auch immer. Kann ich bitte mal irgendwie einen Feind sehen? Hallo? Die ganzen Kacknoobs machen hier die Kills, ja? Und ich stehe mit der Pump hier irgendwo rum und sehe keine Sau. Aha, da ist meine Sau. Ah! Ja, diesbezüglich gibt es natürlich auch schon dann einige schlechte Gedanken, weil viele sagen, ja, Battle Royale Modus ist jetzt nicht so meins, ja, da bin ich irgendwie kein Fan davon. Natürlich muss man dabei bedenken, dass es gibt viele Leute, die gerne auf einen Hype-Train springen, egal ob es Hate- oder Love-Train-Hype ist, ja. Und bei manchen Themen, da spaltet sich einfach die Gedankenwelt der Leute und da gibt es halt einfach nur, das mag ich oder das hasse ich. Und bei Battle Royale ist es eigentlich ähnlich. Da gibt es sehr, sehr viele Leute, die sagen, Hammer, und sehr, sehr viele, die sagen, an sich ist es natürlich idiotisch, so einem Train-Hype-Dingens zu folgen, nur weil er existiert und man sich davon dann eben beeinflussen lässt so sehr, aber auf der anderen Seite soll halt jeder machen, wie er denkt. Ja, man kann es ja eh nicht verhindern. Die Frage dabei ist natürlich, wie weit ist es jetzt dann negativ für CSGO? Wenn meinetwegen zu einer Operation auch nochmal ein BR-Modus dazukommt, kann ich vielleicht treffen, dankeschön. Sagen die Leute sich, ja gut, finde ich jetzt gar nicht so tragisch. Ich meine, die Operation ist da, BR, scheiß drauf, werde ich mal spielen, vielleicht auch nicht, mal gucken. Oder wird es für manche sogar wirklich so ein Punkt, wo sie natürlich extrem kindisch gesehen sagen, ah, jetzt bin ich aber nicht mehr der Counter-Strike. Das könnte natürlich negative Folgen für Counter-Stricken haben, ganz klar. Wieder eine Bockart-Knife. Hallo? Es kann doch niemand außer ich gewinnen. Ach, Leute, kommt schon. Nee. Also wirklich, hört doch jetzt mal auf. Ah, der hat doch den Schuss! Wir müssen einfach nur den Homunculus davon abhalten, einen Knifte-Kill zu machen. Ja? Naja, Lirum Larum. Alter, was habe ich denn da bekommen? Schön. Es wird sich zeigen, wie die ganze Sache auslaufen wird. Heute Nacht kommt es wahrscheinlich, also wenn wirklich ein Update kommt, kommt es heute Nacht. Ich bin gespannt, was ihr so vorschlagt, also was euer absolutes Favorite-Update wäre. Meins ist ganz klar die Operation. Ich möchte einfach nur eine Operation haben, gerne eine langwierige Operation, was Großes. Und wenn noch ein BR-Modus oder sonst was dazukommt, dann bin ich auch zufrieden. Also mir macht das nichts. Möglicherweise ist es dann der BR-Modus, der für mich am rentabelsten wäre, einfach von meinem Skill her, weil ich halt CSGO schon ganz gut kann. Battle Royale mittelprächtig, ja, da habe ich in PUBG schon einige Erfolge gehabt und so weiter und so fort, aber war halt nie wirklich der Oberkiller. Und mit der Engine von CSGO und eben diesem Modus könnte da vielleicht bei mir auch ein bisschen mehr gehen.
Aber das Ganze wird sich dann zeigen. An sich fühlt sich BR in CSGO irgendwie komisch an. Ich habe ja den Modus von Kinsey damals gespielt und auch mit Beryl gerade vor kurzem wieder so einen Fun-Map-Modus gespielt, wo man eben Battle Royale spielt. Aber wenn Valve daran ja schon jetzt seit einem Jahr, eineinhalb oder zwei Jahren arbeitet, ist die ganze Sache ja nochmal ganz anders umgesetzt, wie so ein Fanprojekt. Und es gibt noch ein kleines Skin-Giveaway jetzt hier im Video für euch. Für alle, die einfach an den Fragen, die ich vorhin gestellt habe, teilgenommen haben, ne, die ihre Meinung dazu geschrieben haben. Da kann dann einer diese Duels gewinnen. Livestreams sind jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Haut ordentlich rein. Ciao, ciao.